Oh, die erste Begegnung war sicher 1985, als ich nach Kleve gekommen bin. Und da guckt man natürlich gerade als historisch interessierter Mensch, was gibt es denn in der Stadt? Und da war natürlich das Museum Haus Kuckuck eines der ersten Ziele. Wobei ich sagen muss, es war sogar noch etwas früher, weil ich bin ja wegen Johann Moritz hier nach Kleve gekommen. Ich hatte meine Magisterarbeit über Johann Moritz geschrieben und kannte eigentlich als erstes den Katalog der Ausstellung Land im Mittelpunkt der Mächte. Das war schon, bevor ich Kleve kannte. Also insofern ist die Beziehung zum Haus Kuckuck sogar schon sehr alt. Ja, also was mir da am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist die Art, wie wir diese Ausstellung dann tatsächlich aufgebaut haben. Wir haben die Ausstellung sehr lange vorbereitet, haben intensiv recherchiert. Ich habe das ja gemeinsam gemacht mit dem Stadtarchivar Bert Thissen. Er hat sich um den Krieg mehr gekümmert und ich hier um die Heimatfront. Ich habe also die ganzen Zeitungen im Stadtarchiv durchgeguckt und habe alle Artikel, die interessant waren, gescannt. Und daraus sollte dann, wie das so klassisch ist bei solchen Ausstellungen, dann Schautafeln gestaltet werden. Die Zeit wurde dann immer knapper und das Geld war auch eigentlich nicht da. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, zu improvisieren. Und dann hat man hier im Haus Litfaßsäulen gebastelt, muss man fast sagen, also gebaut. Und auf diese Litfaßsäulen haben wir dann unsere ausgedruckten, also ich habe meine ausgedruckten Zeitungsartikel darauf geklebt und Bert Thissen hat eben entsprechend Zitate und Abbildungen dann auf seine Litfaßsäule geklebt. Und ja, das war eine praktische Arbeit. Er hat sogar bis zum Abend vor Ausstellungseröffnung mit seiner Frau hier im Museum geklebt. Das war also ganz eindrucksvoll. Letztlich ist die Ausstellung aber gerade dadurch, glaube ich, sehr gut angekommen, weil Erster Weltkrieg ist halt so ein Thema, da muss man keine Hochglanzplakate haben, sondern da reicht es eigentlich auch, wenn man so Litfaßsäulen hat, wo es so aussieht, als ob wirklich Bekanntmachungen gerade neu, frisch angeklebt werden. Das Interesse war natürlich sehr verschieden, je nach Altersgruppe. Es waren sehr viele Schüler da, die Schulklassen wurden ja hier hingebracht und die waren sehr interessiert. Das war ja so ein Thema, was ihnen relativ wenig sagte. Und da konnte man wirklich ganz vorne anfangen und erklären, dass es diesen Krieg mal gegeben hat. Interessant waren natürlich auch ältere Leute, auch gerade Leute, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt haben und die natürlich ganz andere Erinnerungen an Krieg hatten, aber diesen Ersten Weltkrieg eigentlich auch nicht so gut in Erinnerung hatten. Wobei es allerdings auch Leute gab, die noch familiäre Erinnerungen hatten. Also ich habe also noch ganz eindrücklich in Erinnerung auch einen, der mir ein Foto zeigte, ich glaube von seiner Großmutter oder was Urgroßmutter, ich weiß es, auf jeden Fall aus der Verwandtschaft, die als junge Witwe da auf dem Foto abgebildet war mit einem Baby und einem Kleinkind. Und man sah ihr an, wie sie gelitten hat. Und das ist natürlich für viele Familien schon sehr einschneidend gewesen. Ich denke, dass gerade ältere Leute das auch so empfunden haben. Und da war vielleicht auch noch ein Element der Ausstellung ganz wichtig, nämlich an der Rückwand hatte ich zwei Tafeln angebracht mit Todesanzeigen. Und diese Todesanzeigen waren natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gab so heldenmäßige, aber es gab auch welche, wo ganz deutlich wurde, wie diese Familien gelitten haben unter dem Tod ihres Angehörigen. Und da waren viele, die gerade ältere Leute, die sich da doch sehr mit identifiziert haben. Oh, das ist jetzt aber schwierig. Es ist natürlich ein ganz wichtiges Haus für Kleve. Also gerade unabhängig jetzt auch davon, dass es Museum ist, aber es ist natürlich eines der markanten historischen Gebäude. Und ohne dieses Gebäude wäre Kleve so, um so viel ärmer. Und mitten in der Stadt und hier jetzt an diesem gestalteten Platz dieses Gebäude und natürlich die Ausstellung hier, gerade auch die Sammlung Kuckuck, das ist natürlich. Und dass Kuckuck hier gelebt hat und Kuckuckbilder hier hängen und dann der fantastische Garten, das ist natürlich toll. Das Belvedere da oben mit der Minerva, das ist natürlich einzigartig.